justice is too horrible, like in hell to me, this world is only what you... Ihr ahnt es, ich habe mal wieder einen Cloudbuster gebaut, einen Shotbuster gebaut, um genauer zu sein. Ziemlich einfache Konstruktion, so eine Art Speisbütt, irgend so ein Gitter oder irgendwas. Man kann auch eine Fahrradspeiche nehmen und einen Eimer, so einen kleinen Eimer hier, wo unten schon ein paar Edelsteine und Stahlspäne drin sind. Unten drunter. Und da drin liegen noch zwei gegossene Orgonite. Ja, in der Mitte halt so eine Spitze, die ich gefunden habe hier. Dann noch da so ein Teil. Hier sowas. Irgendwelche Metall-Messingrohre, Stahlrohre. Stahldinger, ein paar Aluteile und halt hier noch eine Litze von einem Zaun. Die geht hier an die Steckdose. Sieht man jetzt nicht so wirklich, aber die ist auf jeden Fall mit der Erdung verbunden von der Steckdose. Einfach zwischen den Stecker und die Erdungsseite geklemmt bei einer Schuko. Ja. Auf eins. Heute Morgen sind wir gestartet wieder hinten. Sehr komische Bewölkung, so Schleier, alles zu. Noch mal ziemlich gut. Ja. Also ziemlich künstlich aussehende Bewölkung. So sah es überall aus heute Morgen. Und jetzt sieht man schon hier, man sieht oben drüber, wie halt die ersten Löcher direkt in der Wolkendecke sind. Und weiter entfernt sieht man halt auch schon das Aufklaren im größeren Bereich. Wahrscheinlich ist da hinten auch noch irgendwo ein Cloudbuster, ich weiß es nicht genau. Aber hier tut sich auf jeden Fall was. Und zwar seitdem ich angefangen habe, da Wasser reinzukippen. Heute Morgen. Ein bisschen Salz, Wasser. Eine Essigschale daneben noch. Und ja, was ich halt auch mache mit diesen Handschmeichler-Orgoniten, dass ich die immer mal wieder in den Tank reinschmeiß, dann wieder raushol, dann wieder auf den Sicherungskasten leg oder in die Nähe von der Heizung, von dem Ofen und dann wieder in den Tank schmeiß, damit die halt die negativen Energien abwechselnd abgeben und so. Und daraus ergibt sich dann eine größere Dynamik. Und das sieht man dann halt auch am Wolkenverhalten, am Wetterverhalten. Ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen öfter Regen, aber dafür auch öfter Sonne. Ja, da hinten nur die Sonne, ist natürlich noch alles zu. Dafür reicht halt das kleine Ding noch nicht. Dann müsste das hier oben irgendwo auf dem Berg stehen oder so. Im Hinterhof ist es halt nicht ideal. Ne, hier, also der Hof ist ungefähr in die Richtung. Zu, also da ist das Haus davor, das heißt, da können die nicht so gut wirken und in die Richtung ist es eher offen. Nur, also das, Leute, ist meiner Meinung nach keine natürliche Bewölkung. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Ganz komische Schlieren, Dinger da hinten, ist nicht normal. Freier. Dazwischen sind ein paar normale Wolken, die sieht man aber kaum. Die haben auch diese Quellform. Aber hier sind auch wieder so Schlieren. Da hier dieses komische, leicht grünliche Gedöns. Ja, das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht normal. Da hinten das vielleicht schon eher, hier die kleine. Ja, da. Das sieht man alles hier ganz gut.
Hey. Ich hab Bock auf dich zu warten. So, da hinten. Da hinten. Da steht der Cloudbuster in die Richtung. Also es ist im Prinzip nicht, dass man jetzt irgendwas in die Wolken reinballert, sondern tatsächlich zieht man negativ geladene Energie aus dem Himmel raus. So wird es zumindest von Wilhelm Reich beschrieben und sorgt dafür, dass der Energiefluss im Himmel wieder besser wird. Und dass es wirkt, sieht man ja daran, dass der Himmel direkt oben drüber auf jeden Fall klar ist. So, also ich finde die Wirkung auf jeden Fall echt klar. Ziemlich klar. Heute Morgen war noch alles zu und jetzt nicht mehr. Arsch lecken, sage ich dazu nur. Ein guter Tipp ist noch immer wieder was verändern. Ein-, zweimal am Tag neues Wasser rein, Salz nachkippen, Wasser in Bewegung halten mit einer Pumpe geht auch. Oder einen Bachlauf stellen, sodass es immer durchfließt, das geht auch. Ist sogar noch am allerbesten, weil dann bleibt es einfach kontinuierlich im Fluss. Und dann habt ihr halt wunderbar. So, was übrig bleibt, seht ihr ja. Das sind ganz normale Wolken, die man so kennt. Und Regenwolken und so. Also keine Sorge, ihr macht damit keine Trockenheit, sondern einfach nur gutes Wetter. Und ich meine gutes Wetter insofern, dass es regnet und die Sonne scheint. Und nicht einfach nur grau ist und nicht regnet. Yeah.